Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch hier in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine kleine Folge von meinem Goldtagebuch präsentieren. In der kleinen Reihe möchte ich euch immer so zeigen, was ich so mache, um mein Gold zu verdienen. Und im Moment habe ich immer so, ja, einen Abstand von 2 Wochen, wo ich die Videos aufnehme. Heißt, das Gold, was ich jetzt erwirtschaftet habe, war jetzt in 2 Wochen. Im Moment sind wir jetzt in der Phase, wo ich nicht mehr ganz so viel Gold mache, weil ich ein bisschen andere Prioritäten habe und vor allem auch das meiste habe, was ich mir holen will. Danach können wir einmal hier in die Liste gucken, wo wir gerade stehen. Und zwar waren wir das letzte Mal insgesamt bei 6,4 Millionen, also auf beiden Accounts. Auf dem einen Account hatten wir 1,8 und auf dem anderen 4,6. Und wenn ihr hier hochguckt, vor ein paar Wochen waren wir bei über 35 Millionen. Haben aber halt im Laufe der Zeit einiges ausgegeben. Hier mal 19 Millionen für die Leute, die jetzt vielleicht ganz neu in der Reihe sind, oder hier mal 7,5, da 2,6 Millionen. Ah ne, hier waren sogar zusammen über 12 Millionen. Also ich habe immer mal wieder größere Beträge ausgegeben für verschiedene Sachen, für Raid Runs, für TCG Mounts und Konsorten. Und auch dieses Mal habe ich wieder ein bisschen was ausgegeben. Und zwar, wir haben auf einem Main-Account 2,1 Millionen ausgegeben und auf einem Second-Account nochmal 200k. Wie sich die genau zusammensetzen, ich will eigentlich nicht drauf eingehen, aber wir tun es jetzt mal trotzdem. Die 2 Millionen habe ich ausgegeben für nochmal einen Kill von Queen Ashara. Den hatte ich ja, oder die hatte ich ja damals selbst geprogressed, aber die Essenz leider nicht gekriegt. Und da ich gerne noch die Essenz haben wollen würde und keine Lust hatte, mir nochmal eine Gruppe für zusammenzubasteln, habe ich mir schnell einen Run geholt. Letzte Essenz, die mir gefehlt hat. Und da gibt es halt dann auch hier diesen schicken Titel Champion von Azeroth. Mehr dazu werde ich aber nochmal in einem Waste of Money Video zeigen. Dementsprechend jetzt hier nur an kurzer Stelle. Dann 100k habe ich rausgehauen durch eine Wette, die ich verloren habe. Und ich bin Ehrenmann und bezahle quasi meine Wettschulden. Die Leute im Stream wissen, um was es geht. War eine dumme Geschichte. Und 200k habe ich noch etwa für Transmog rausgehauen. Ich habe, glaube ich, mehr als 200k für Transmog die letzten 2 Wochen rausgehauen. Aber bei 200k bin ich mir sicher. Das Problem ist, bei den meisten Dingern müsste man wahrscheinlich immer noch ein paar hundert K zusätzlich abziehen, weil ich für Transmog in letzter Zeit relativ viel ausgib, weil ich meine Sammlung vollkriegen will. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch. Heißt, wir sind im Moment im Minusbereich oder müssten eigentlich im Minusbereich sein beim Main-Account, wenn wir nicht auch wieder was eingenommen hätten, weil wir waren bei 1,8, 2,1 haben wir ja ausgegeben. Und auch hier, wie gesagt, haben wir einen Ticken Minus gemacht von 4,6 auf 4,4 runter. Dann würde ich sagen, schauen wir rein, wo wir liegen. Und zwar habe ich jetzt beim Main-Account 300k, also sprich, haben wir uns aus dem Minus ein bisschen rausgearbeitet. Ich bin immer noch ein paar Sachen am Boosten. Ihr wisst, ich habe eine, ja, ein relativ großes Repertoire an Angelegenheiten, die ich anbiete. Von Mounts bis Visions über alles Mögliche, irgendwelche Toy- oder PvP-Boosts, Token. Also da ist wirklich viel dabei, wenn euch das interessiert. Ich habe meinen Discord verlinkt, da ist dann auch einiges mit aufgeführt. Natürlich selbstverständlich alles nur für Gold. Genau. Und ja, da haben wir ein paar Sachen geboostet. Ich hatte einige Visions noch geboostet gehabt, aber mittlerweile ist der Preis halt ein bisschen runtergegangen. Ich bin kurzzeitig mal für einen 5-5-Masken-Run auf 100k runter, dann wieder jetzt auf 150k zurück, weil ich dann doch einige Kunden noch gefunden hatte und ja, ich eigentlich nur mal so ein paar Runs die Woche machen will. Genau. Sonst, ich glaube, ein, zwei Aschenfellmuschans hatten wir gemacht, aber viel Boosting habe ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich nicht gemacht. Aber wir haben tatsächlich ein paar Sachen verkauft, was Berufe angeht, und das wollen wir uns jetzt angucken. Und zwar schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Charts an. Und diesmal möchte ich es ein bisschen kürzen. Heißt, ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt zwischen jedem einzelnen Char einmal das Ganze schneiden werde, weil die Ladebalken über meine, also wegen meinen ganzen Addons so lang sind, dass die Hälfte des Videos oder der Videoreihe immer nur aus Ladebalken bestanden hat. Und das möchte ich jetzt ein bisschen abmildern, dieses Phänomen. Genau, jetzt schauen wir einmal rein. Das ist jetzt hier mein Main-Char auf Antonidas. Und da haben wir jetzt 180k im Briefkasten. Und ihr seht, da hat sich jetzt nichts Großartiges geändert. Es sind halt, ja, Schmiede- und Lederer-Items, alle 400er Geschichten. Ein paar mehr haben wir noch drin. Ich würde sagen, das nehmen wir jetzt schon mal raus, dass wir dann so etwa die Preise haben. Ohne Scheiß, ich war jetzt die letzte Zeit bei unter 100k Gold. Das hat sich echt ein bisschen dreckig angefühlt. Wenn man jetzt so
Also die längste Zeit jetzt so über die letzten Monate immer bei Goldcap war, ne? Dann gerade nochmal so beim paar K rumzukrebsen, ist dann natürlich ein ganz anderes Gefühl. Wobei die Leute, die mich jetzt schon ein bisschen folgen, wissen ja, für mich ist jetzt das Gold nicht das Relevante, sondern das Gold ist halt immer ein Mittel zum Zweck, ne? Deswegen habt ihr ja gesehen, habe ich auch einiges an Gold ausgegeben für die verschiedensten Sachen. Ich bin halt jemand, der dementsprechend ja, ein Sammler ist von Sachen wie Pets, Toys, Mounts, Achievement und halt dementsprechend jetzt auch von Transmog, weil ich das andere soweit fertig habe. So, da haben wir nochmal 30k. Die nehmen wir natürlich selbstverständlich auch noch raus. Und dann, achso, was ist das? Also noch ein paar andere Mail-Sachen, die muss ich mir nochmal angucken. Dann sind wir jetzt hier beim Main-Account wieder bei 541k. Ich würde sagen, das tragen wir gleich schon mal ein. 541k. Wenn ihr seht, wir waren fast 300 km in der Miese quasi. Ich rechne ja die größeren Anschaffungen immer raus, dass wir den Gewinn objektiv sehen können. Und da haben wir dann doch ein gutes Stück wieder plus gemacht. Gut, es sind 2 Wochen, ist jetzt eigentlich nicht so viel Boosting gewesen. Okay, gut, so viel dazu. Dann schauen wir mal beim zweiten Account noch rein. Und zwar switchen wir einmal rüber. Das hier ist mein zweiter Account und da haben wir den ersten Char auf Antonidas und mit dem hat auch fast kein Gold mehr, wie ihr hier seht, weil wir da auch einiges bezahlen mussten. Und dementsprechend haben wir jetzt hier noch ein paar Mails drin, wo ich alles Mögliche verkaufe. Also wirklich von Pets über irgendwelche Mats über Transmog. Einfach alles, was ich mit den verschiedenen Chars hier auf Antonidas spiele, schicke ich zu dem her. Und da mein Main-Char auf Antonidas ist, sammelt sich da tatsächlich alles an. Ich hatte zeitweise mit dem mal weit über 2000 Items drin. Mittlerweile, da die das HH umgestellt haben, sehe ich es nicht mehr so ganz, aber etliche 100 Items sind immer noch im Auktionshaus und es verkauft sich immer mal wieder ein bisschen was davon. Einiges Zeug ist auch Transmog, was ein bisschen mehr wert wäre. Das habe ich zwar jetzt nicht explizit gefarmt, aber es fällt halt ab. Ne? Wenn man für sich selbst altes Transmog farmt, dann kriegt man einen Haufen BOE-Items und das eine oder andere kann man dann auch ins Auktionshaus stellen. Wobei ich sehr viel mehr drin hatte, weil ich ja eigentlich nur das Lederzeug selber mir farme und das ganze andere, also Kette, Platte und Stoffzeug und auch Waffen, die ich jetzt nicht tragen kann, ins Haar gehaut hätte. Aber in letzter Zeit habe ich mir gedacht, komm, die Sachen, die ich eh habe, bevor ich die jetzt versuche, die ganze wieder zu verkaufen, lerne ich die mit meinen Twinks. Vielleicht fange ich ja irgendwann mal an, mir das andere Transmog auch noch zu holen. Vielleicht. Ja, mal gucken. Also da geht mir einiges an Gold quasi durch die Lappen, weil ich das jetzt halt auch selbst benutze. Aber ja, Transmog verkauft sich eh schleppend und von dem her bin ich jetzt auch nicht ganz traurig um das Gold. Gut, dann haben wir jetzt hier eingenommen, immerhin 87k. Dafür, dass es nur Ramsch ist, ist es okay. Wir können mal hier reingucken. Oh, da haben wir schon mal wieder ein paar Sachen verkauft. Das sind so die Sachen, die ich jetzt noch drin habe. Also leider sieht man jetzt hier keine Zahl mehr in dem Auktionshaus, aber es sind etliche 100 Items, wie ihr seht. Genau. So, dann sind wir auf dem nächsten Char und zwar auf meinem Schneider und VZ-Char hier auf Antonidas und dort haben wir auch wieder ein bisschen was verkauft und ihr seht schon, das meiste Gold haben wir tatsächlich durch Splitter gemacht hier. Kommt dadurch zustande, weil ich sehr viel am Shuffeln bin für Expulsum, dass ich wieder neue Items und den ganzen Berufen herstellen kann. Und ja, da fällt halt dann einiges auch an blauen Items ab und die werden dann entzaubert. Und das sind jetzt hier auch nochmal 56k gewesen, was wir uns nicht beschweren können. Dann ist mir gerade noch aufgefallen, dass ich einen kapitalen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich vorher beim Main-Account also Server-Gold genommen und nicht das Overall-Gold. Also müssen wir unsere Tabelle nochmal überarbeiten. Denn ich habe ja auch auf dem Main-Account auf anderen Servern noch ein bisschen Gold. Zwar nicht allzu viel, aber zumindest ein bisschen was. 854.000, das müssen wir eintragen. 54.000. Und ihr seht, da haben wir doch nochmal ein gutes Stück mehr gemacht. Also sind wir eher bei einer Million, die wir plus gemacht haben, als halt einer halben oder ein bisschen über einer halben. Gut, den Fehler haben wir schon mal korrigiert hier an der Stelle. Dann sind wir jetzt auf meinem Hunter auf Antonidas. Und mit dem habe ich über Ingi ein bisschen Gold gemacht. Und seht ihr, 107k, das nehmen wir jetzt auch mal raus. Und das, ja, es sind, wenn dann alles hier die Schusswaffen oder dementsprechend die Streitkolben. Ich muss sagen, Ingi ist relativ gut. Die Waffen verkaufen sich ganz okay. 100k ist jetzt nicht der große Wurf, wenn ihr bedenkt, dass es halt für 2 Wochen jetzt der Umsatz ist. Aber ist okay. Ja, kann ich mich nicht beschweren. Dann haben wir jetzt hier als nächstes noch meinen Hexer hier auf Antonidas. Und ja, der verkauft hier hauptsächlich die Inschriftenkunde-Items. Und ihr seht, ich habe einen Haufen
Ja, einen Haufen Trinkets verkauft, ein paar Schildhände. War jetzt leider nicht der große Wurf, weil die Preise ziemlich im Keller sind. 43 kamen wir hier noch rausgezogen. Besser als nix, aber Antonidas ist leider gerade ein Server, der nicht ganz so gut geht. Dafür sind die neuen Server, wo ich unterwegs bin, ein Ticken besser tatsächlich. Dann haben wir hier als nächstes mal einen Char auf Blackmore. Der hat nämlich einmal Ingi und einmal VZ. Und schauen wir, was wir da so rausgezogen haben. Oh ja, okay, 86k, da kann man nicht motzen. Auch mit dem tue ich übrigens hier einigermaßen viele Splitter verkaufen, weil ich halt auch hier viel Expulsum braucht, wie ihr seht. Alleine der Char hat hier schon mal ein paar hundert Expulsum, 628. Mit den anderen haben wir auch noch ein bisschen was rumliegen. Dann haben wir als nächstes mal einen Inschriften- und Schneider-Char hier auf Blackmore. Was hat der so abgeworfen? 48k. Also überall, wo Schneider drin steckt, da wird irgendwie nicht so viel draus. Leider. Und Inschriftenkunde geht hier leider auch nicht mehr so viel. Die Companion sind relativ im Keller. Im Moment crafte ich gerade gar keine neuen, weil du halt einfach so wenig Gewinn damit machst, dass sich's halt tatsächlich nicht lohnt, ne? Also auf vielen Servern muss ich im Moment gucken, okay, lohnt sich überhaupt was zu craften oder lasse ich es lieber, weil wenn ich eh keinen Gewinn mache, dann bringt es halt auch nichts, ne? Dann haben wir hier noch den letzten Char einmal auf Blackmar. Und zwar ist das mein Schmiede- und Lederer-Char. Und ich hoffe, der hat am meisten abgeworfen. Ja, auch hier haben wir 180k. Das geht schon so in die Richtung, was wir mit meinem Main auf Antonidas hatten. Und das sind halt immer noch die besten Berufe. Lederer, Schmied, mache ich zumindest am meisten Gold mit. Ja, früher war es mal wesentlich mehr noch, aber ich will mich nicht beklagen, ne? Gold ist Gold. Übrigens, an der Stelle sollte ich vielleicht erwähnen, ich habe die letzten 2 Wochen sehr, sehr viel Expulsum geschaffelt. Und ich glaube, ich habe auf fast jedem Server so 40, 50, 60.000 Stoff gekauft. Also habe einige ein paar hundert K investiert in Gold und dementsprechend erstmal wieder für die nächste Zeit gut vorgesorgt mit dem Expulsum. Ich denke mal, das. Ah, hier ist sogar noch ein bisschen mehr dabei. Ich denke mal, das wird man auch beim Gold dann sehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dann überhaupt im Plusbereich bin mit diesen ganzen Investitionen, aber das werden wir dann am Ende sehen, wenn wir das insgesamte Gold zusammenzählen. Dann haben wir den ersten Char hier auf Equin und das ist auch wieder Schneider und VZ. Auf den neuen Servern habe ich das quasi immer so zusammengelegt und hier seht ihr auch wieder, Schneider-Items sind relativ wenig. Das meiste sind tatsächlich die VZ-Mats, ne? Hier haben wir 2680 Splitter verkauft und die Preise sind leider auch nicht mehr so hoch, aber 35k. Da kommen insgesamt 81.000 zusammen. Ist okay, ja. Das ist quasi so die Abfallprodukte vom Expulsum herstellen, wo man dann auch ein bisschen Geld macht oder ein bisschen Gold. Und hier seht ihr, hier habe ich ordentlich geschaffelt, ne? Hier haben 2 Chars alleine über 450 Splitter. Und auch auf dem letzten Server auf Erre, da habe ich relativ viel. So, dann der zweite Char hier auf Equin. Und zwar, das ist mein Leder- und Schmiede-Char. Und wie auf den meisten anderen Servern, auch hier habe ich am meisten Gold gemacht. Und tatsächlich nochmal ein gutes Stück mehr. Und hier sind wir bei 214k. Und hier sieht man, da sind auch die Preise teilweise besser. Da kriege ich teilweise 6k für ein Item, 7k. Gut, hier sind auch viele mit 1, 2k dabei. Aber wenn ich das jetzt mit Antonidas und Blackmar vergleiche, ist es schon ein Stück besser, ne? Also hier auf Equin sind die Preise tatsächlich noch ein Stück höher. Und über 200k nimmt man doch gern mit. Und da muss ich dann auch bald mal wieder hier auf den noch mehr Expulsum holen. Denn da geht natürlich auch einiges an Expulsum raus. Teilweise kostet ein Item 5 Expulsum. Und ja, da hat man schon ganz guten Umsatz. Das erklärt auch, warum ich so viele Splitter habe bei den VZ-Chars. Weil ich dann halt, ja, mal für 40, 50, 60, 70, teilweise 100k Stoff kaufe und die umwandle. Das ist natürlich auch ein großer Zeitaspekt, ne? Also die muss man erst in Handgelenke umwandeln und dann auch noch die Handgelenke zum Char schicken und scrappen. Da ist man natürlich auch ein bisschen eingebunden. Aber ja, wir haben ja ganz gut Gold gemacht, kann man sich nicht beschweren. Gut, jetzt haben wir den letzten Char noch hier auf Equin. Da haben wir einmal Inji und Inschriftenkunde. Und da haben wir verdient. Auch hier gehen die Trinkets nicht, ne? 42k, das ist wenig tatsächlich. Ein Gefäß haben wir hier ganz gut verkauft, das sind die Schildhände. Die gehen teilweise ganz gut weg. Mich wundert aber, dass die Inji-Waffen hier nicht so gut gehen, ne? Da hatten wir auf Antonidas tatsächlich mehr erwirtschaftet. Aber da ist jeder Server ein bisschen anders und vor allem auch die Konkurrenzlage ist überall ein bisschen anders. Aber hier brauche ich erstmal eine Weile nicht schaffen. Hier seht ihr auch, haben wir mehrere 200er Stacks an Expulsum. Dann seht ihr, sind wir wieder auf der Hordenseite und zwar hier auf Erreda.
Und da habe ich mit dem Char wieder ganz klassisch Schneider und VZ. Und dort haben wir verdient. Oh! Oh! Für einen Schneider VZ-Char ist das verdammt viel. Warum habe ich hier so viel Gold verdient? Ah, warte mal. Warte mal. Da stimmt doch was nicht. Okay, wir haben anscheinend. Ja, ich habe so viel geschaffelt. Ah, seht ihr? Ich habe relativ viel geschafft. Wir sind alleine 40.000 Gold an Splittern dabei. Und ich habe hier auch komplett alle Leinen aufgekauft gehabt auf Eredar. Und zwar, ich habe ja euch erzählt gehabt, dass ich sehr viel Explosum geschaffelt habe. Und dann habe ich auf einmal so viel gekauft, dass fast der ganze Haar leer war. Und dann dachte ich mir, komm, dann kaufst du alles auf, resettest den Markt und stellst nochmal was rein. Deswegen habe ich jetzt fast kein Gold mehr hier, aber ich habe hier auch Leinen verkauft, seht ihr. Und deswegen ist das relativ viel. Normalerweise mache ich nicht so viel Gold mit einem Schneider und VZ-Char. Aber gut, 180k nehmen wir natürlich gerne entgegen. Ich habe mich jetzt gerade kurz gewundert, ne? Aber ne, das liegt an den Splittern und an dem Stoff, den ich eingekauft und jetzt wieder hoffentlich teurer verkauft habe. Ah, also dieser Reset, der ging nicht so ganz gut. Ich habe dann nochmal einiges zusätzlich in Explosum umgewandelt. Aber ein bisschen Gewinn habe ich auch gemacht, glaube ich, mit dem Reset. Nicht viel, aber ein bisschen was zumindest. Dann haben wir den nächsten Char hier auf Eredar. Und zwar meinen Schmiede- und Lederer-Char. Und auch hier haben wir ganz gut was gemacht. 90.000 kann ich jetzt nicht. Ne, 190.000, halt, stopp. Ist nicht ganz so gut wie auf Eowyn gewesen, aber besser als auf Blackmoor, ne? Also so mittendrin sind wir auf jeden Fall. Nehme ich gerne mit. Wenn wir um die 200k kommen oder zumindest nahe ran, ist es auf jeden Fall gut. Da kann ich überhaupt nicht motzen. Da hatten wir da nochmal das Gold ein bisschen auf. Jetzt können wir oder auf Erida hier langsam Richtung eine Million kommen, was ganz gut ist. Wenn ich überlege, dass ich hier auch wieder einiges rübergetauscht habe, zurück auf Blackmoor und auch das ein oder andere Transmog-Teil hier gekauft habe, weil es denn doch ein gutes Stück günstiger ist als auf anderen Servern. So, dann haben wir es geschafft. Letzter Char. Das ist jetzt auf Eredar mein Inji- und Inschriften-Char. Der hat eingeheimst 116k. Das ist für die Kombi nicht schlecht. Wenn wir denken, auf Blackmoor haben wir. Nee, doch, Blackmoor haben wir dieselbe Kombi mit 40k gehabt. Dann waren wir jetzt hier durchaus besser aufgestellt. Jetzt müssen wir die Millionen hier erringen auf Eredar. Oh ja, was schon ganz nett ist, dafür, dass ich einmal am Tag die Berufssachen reinschmeiße. Im Moment mache ich keine Council-Scans, also nicht mehrmals am Tag einstellen. Tatsächlich einmal am Tag stelle ich mein Zeug rein. Bin wahrscheinlich dann nach 5 Minuten wieder unterboten, aber über die Zeit ein bisschen was verkaufen wir, ne? Gut, jetzt schauen wir, was wir overall haben. Alle Charaktere, genau. 5,384 Millionen, das können wir jetzt mal eintragen. 5, Moment, jetzt müssen wir nochmal kommen. 5384. 5384. Haben wir ja gar nicht schlecht was plus gemacht, ne? Hier sind wir 200k runter. Ich habe so viel investiert. Ich dachte eigentlich, dass ich bei weitem weniger gemacht habe. Muss ich ehrlich gestehen. Damit haben wir ein Plus erwirtschaftet von 2,1 Millionen, was gar nicht schlecht ist. Wobei jetzt in den vergangenen 2 Wochen ich, wie gesagt, kaum was geboostet habe und eigentlich nur Transmog gefarmt habe und halt viel ausgegeben habe, ne? Auch für Transmog und diverses. Aber gar nicht schlecht. 2 Millionen kann ich jetzt nicht motzen. Klar, ist natürlich bei weitem nicht das, was ich hier mit 5, 6 Millionen hatte, wo ich in einem Monat über Goldcap mir gefarmt habe. Aber wir sind jetzt im Moment ein bisschen ruhiger aufgestellt. Ich habe fast alles für Gold, was ich haben will. Dementsprechend ist das ganz nice, dass wir nebenbei uns da ein bisschen was geholt haben. Jetzt haben wir sogar eigentlich das wieder drin, was ich hier ausgegeben habe, zumindest fast. Also, ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es irgendwas gebracht, die Informationen, die ich jetzt hier geliefert habe. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.